Hallo, Thorsten Binder, Vorstandsvorsitzender des SC Rot-Weiß Oberhausen von 1904. Der Verein wurde gegründet am 18. Dezember im gleichnamigen Jahr und wir spielen aktuell in der Regionalliga West und sind da mit einem schleppenden Start unterwegs und haben heute ein ganz wichtiges Spiel gegen Alemannia Aachen. Alemannia Aachen genauso schleppend in die Saison gekommen und heute gilt es vor 6.000 Zuschauern, 3 Punkte zu holen. Und wir sind mit der Unterstützung unserer Fans guten Mutes, dass wir das schaffen. Ja, und ansonsten sind wir ein Verein, der zwischen der zweiten und der vierten Liga unterwegs ist. Aktuell halt in der vierten Profiliga, aber wir sind bestrebt, in die dritte Liga aufzusteigen. Es ist hier in Oberhausen. Ja, es ist ein schwieriges Umfeld, aber wir tun hier das Beste. Und dieses Beste, das tun wir natürlich auch zusammen mit unserem Aufsichtsrat. Und jetzt möchte ich gerne Guido Lohmann dazu bitten. Guido, deine Worte. Ja, Guido Lohmann, ich bin seit Beginn des Jahres 2023 bei RWO aktiv im Aufsichtsrat und seit einigen Wochen als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender unterwegs. Ich kann zu dem Verein nur sagen, ein sehr familiärer Verein. Da wird gelebt, da wird Fußball gelebt, wie es hier im Ruhrpott auch seit vielen Jahren Tradition ist. Und deswegen macht es mir Spaß, mich hier zu engagieren. Thorsten hat es gerade gesagt, wir hatten einen etwas holprigen Start. Ich hoffe sehr, dass wir heute gegen Alemannia Aachen vor tollem Publikum, bestem Wetter, den Heimsieg einfahren werden und damit auch uns in der Tabelle ein bisschen verbessern können. Ansonsten, wir kämpfen hier wirklich darum, RWO nach vorn zu bringen und sind für jeden Sponsor, für jeden Unterstützer, für jeden Zuschauer dankbar, der zu uns kommt und der mithilft, dass RWO wieder an alte Zeiten anknüpfen kann.